Jo Leute und somit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Henrik Schuster. Heute am Freitag mit einem Mappen-Update der FIFA 365 2019 Serie. Und zwar ist heute FIFA 365 Tag. Und zwar werde ich jetzt um 12 Uhr, wie ihr das Video schon seht, dieses Mappen-Update hochladen. Denkt ihr euch, Hendrik lädt doch immer nur zwischen 18 und 21 Uhr Videos hoch, meist um 19 Uhr. Nee, heute um 19 Uhr kommt nämlich auch noch mein Video. Dort werde ich nämlich das Sticker-Album passend zu der Kartenserie hier präsentieren. Und auf jeden Fall haben wir auf diese Mappe auf jeden Fall fast voll. Ich kann nicht den Titel schreiben auf Clickbait-Basis 100%, weil wir wollen ja bei der Wahrheit bleiben. Und zwar habe ich in dem Album schon relativ viele Karten gesammelt, fast alle muss ich sagen, 3 fehlen noch vom Set, den man in den Booster bekommen kann, und dann fehlen noch ein paar limitierte. Und auf jeden Fall würde ich sagen, das ist die deutsche Edition, die German Edition. Da gibt es ja noch die internationale Edition und die Nordic Edition. Auf jeden Fall haben wir auf dem Album drauf den Ronaldo, De Bruyne, Ramos, Lewandowski und Messi. Also das sind wirklich alle Karten drin, die bis auf 3 Karten. Und das ist wirklich auch das letzte Map-Update zu der Serie. Mehr wird es dann auch nicht geben, auch wenn ich noch die 3 Karten, die mir fehlen, bekomme. Und zwar muss ich kurz die Kamera mal gucken. Ich habe das eigentlich schon vorher angepasst, dass das klappen sollte. So sollte es klappen. Und zwar habe ich bei den ich erstmal hier so eine Übersicht. 192 Teammates in Rising Stars und insgesamt 222 Special-Karten. Fans-Karten gab es richtig viele. Dann gab es Gold-Karten, Power-Up, Multiple und Rare. Und Rare sind natürlich die seltensten. Eine pro 24 Tüten, glaube ich, oder 25. Auf jeden Fall war, glaube ich, pro Display meistens immer eine drin. Und in meinem Display hatte ich, wen hatte ich da nochmal? Rivaldo in meinem ersten Display. Ich habe 3 Displays geöffnet, hatte 3-mal Rivaldo. Dann habe ich noch Ramos und Ronaldo und die Invincible gezogen. Modric und Griezmann habe ich, glaube ich, getauscht. Nee, sowas. Griezmann aus dem Starter-Pack, Rivaldo aus meinen Displays, im Blister- oder Multipack-Unboxing-Battle und aus dem anderen Display Modric und Ramos habe ich getauscht. So war es. Auf jeden Fall fehlt dann noch hier Roberto Carlos, Kevin De Bruyne und Lionel Messi als Rare. Und jetzt könnt ihr euch zurücklehnen, müsst nicht auf nichts mehr achten, was mir fehlt. Jetzt sind alle Karten da, bis auf limitierte, aber die braucht man nicht, weil sie in der Checkliste nicht unbedingt stehen. Dann haben wir Manchester City, also jede Mannschaft hatte 12 Base und 6 Special-Karten, alles Fans-Karten hier oben und ein Club-Logo, aber die zählten auch zu den Fans-Karten. Und dann haben wir als nächstes Atletico Madrid. Dann Barcelona. Real Madrid. Paris. Bayern München. BVB, also Dortmund. Schalke 04. Nächstes Jahr nicht, glaube ich, in der FIFA 365. Ich glaube, da wird eine andere Mannschaft vielleicht nachrücken. Mit der Saisonleistung. Dann, Inter Mailand, Juventus Turin, SSC Neapel, PSV Eindhoven, FC Porto, dann haben wir Spartak Moskau. Jetzt kommen die zwei Mannschaften, die nicht aus Europa kommen. Moskau kann man sich streiten, ob das in Asien oder in Europa liegt, aber auf jeden Fall haben wir dann hier Boca Juniors aus Argentinien, aus Buenos Aires müsste es sein. Und dann die zweite Mannschaft ist aus Brasilien, Grêmio. Jetzt kommen wir schon zu den Power-Up-Karten. Und zwar haben wir hier einmal die neuen Goalstopper, also die neuen besten Torhüter laut Panini vor der Saison. Da haben wir auf jeden Fall, was auch wirklich so verdient ist, kein Neuer drin, weil vor der Saison und in der Saison war Neuer jetzt auch nicht stark, außer beim DFB-Pokalfinale und in der Nationalmannschaft. Und
Na, was könnte man? Also, dies war ja sowieso vor der Saison. Da haben alle drei spanischen Clubs einen bekommen. Zwei italienische haben den bekommen. Und auf jeden Fall, ich glaube, es hat immer, ja, Manchester City hat auf jeder Version Goalstopper, Defensive Rock, Key Player und Game Changer. Hat auf jeder Version eine Karte bekommen. Dann haben wir nämlich hier noch die Defensive Rocks, das sind die neuen besten Verteidiger. Hummels auf jeden Fall, Marquinhos, Varane. Auf jeden Fall kann man das schon so nennen. Dann haben wir die Key Player, wie gesagt, die besten Mittelfeldspieler. Da kann man jetzt sich drum streiten, wer da reingehört, wer nicht. Also, ich finde sowieso, nächstes Jahr hat ja Panini auch die Premier League-Rechte. Ich glaube, dann werden, glaube ich, auch mehr Mannschaften hier ins Album reinkommen von der Premier League. Weil eine ist schon ein bisschen schwach. Ich glaube, da wäre 3 Premier League, 3 Bundesliga, 3 Serie A, 3 La Liga-Spieler, Mannschaften reinkommen. Dann wird, glaube ich, noch eine aus Frankreich wieder reinkommen. Dann kommen vielleicht noch 3 andere aus Europa rein und 2 aus Südamerika oder von der ganzen Welt. Also die chinesischen oder asischen Mannschaften finde ich jetzt nicht so cool in den Alben drin. War ja 2016 ganz viel drin. Dann haben wir die Game Changer. Das sind die besten Stürmer. Dann haben wir jeweils die 3 besten Defensiven, Mittelfeld und Offensivreihen. Ja, also da kann man nicht viel zu sagen. Hier sind einfach die 3 spanischen wieder bei Defensivreihe. Hier sind diesmal dann 3 unterschiedliche. Also, spanische Mannschaft kriegt schon richtig viele Karten, finde ich, in dieser Serie. Naja. Auf jeden Fall haben wir dann hier Double Trouble oder, nee, Club and Country. Das heißt, das sind Spieler, die vom gleichen Club auch spielen und auch in der Nationalmannschaft spielen, wie zum Beispiel, was kann man jetzt sagen hier, Barcelona liegt zwar in Spanien, aber Umtiti und Dembélé sind beides Franzosen, Brozovic und Perisic, Kimmich und Müller beides Deutsch, beide spielen bei Bayern und in der Nationalmannschaft und so weiter. Ich finde halt sowas cool wie jetzt, das sind Zielinski und Milik, die spielen beide in Italien, kommen aber aus Polen, so, das ist gar nicht so üblich ist, dass da normalerweise solche kleinen Nationalitäten zusammen in einem Team spielen. Und jetzt kommen wir wirklich zu den heftigsten Karten. Wie gesagt, hier vorhin schon angekündigt, 45 Stück. Das ist, finde ich, ein bisschen zu viel. Weil man muss nicht unbedingt zur WM von den Top 4 Mannschaften einfach 3 solche Seiten, also mit 9 Karten jeweils, muss man nicht 5 Seiten machen, finde ich. Auf jeden Fall haben wir dann von jeder Mannschaft den Torwart, die 4 Verteidiger, dann die 4 Mittelfeldspieler, ne, hier sind sogar 5 bei Belgien, dann sind es 4 bei Kroatien, auch 4 bei England und bei Frankreich sind es nur 3 Mittelfeldspieler, dann haben wir jeweils 2 Stürmer aus England, 2 Stürmer aus Kroatien, 3 aus Frankreich und 1 aus Belgien. Und dann haben wir noch das Jubelbild von Frankreich, wo sie Weltmeister geworden sind. Und weil es die German Edition ist, gibt es hier die besten deutschen Spieler. Aber da haben schon viele was zu gesagt, dass zum Beispiel nach der Saison jetzt vielleicht, ja okay, aber Kevin Trapp ist jetzt kein German Star. So wie Weigel, Kehrer und Uth fand ich jetzt auch nicht wirklich, dass sie German Star sind. Ich fände, die hätten 9 German Legends machen können, wie Lahm, Beckenbauer und Klose. Davon hätten die 9 machen können und dann hätten die noch 9 German Stars machen können. Dann kommen wir zu den Limitierten. Hier steht immer der Name drauf, welcher mir dann noch fehlt, damit ich die dann, falls ich die bekomme, besser einordnen kann. Und zwar gab es wieder, wie gesagt, Premium Gold Booster, dann gab es die ganz normalen Premium Booster und es gab die ganz normalen Limitierten in Blister, Multipack, Starter Pack, Tints und Zeitschriften. Auf jeden Fall fehlt mir hier noch mir fehlen noch insgesamt 8 Limis, davon sind 6 aus dem Online-Shop, 1 aus dem Multipack und 1 aus den Premium-Boostern. Und zwar, ich habe keinen einzigen Premium-Booster geöffnet, ich habe noch nicht mal die Premium-Gold-Tüte geöffnet, sondern ich habe mir die ganzen Limis ertauscht, auch bei den Tints, ich habe die nur alle leer gekauft. Ich habe dieses Jahr mit FIFA 365 richtig nur eigentlich nur Multipacks, Blister und Displays geöffnet, keine richtigen anderen Produkte. Und zwar fehlt mir hier Cavani aus dem Online-Shop auf der ersten Seite.
Also so sehen die Premium-Linis dann aus. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und der 8 ist halt hier der Skoke, der mir noch fehlt. Dann fehlt mir noch Rarit aus dem Online-Shop. Dann Pjanic aus dem Online-Shop. Robben aus dem Online-Shop. Rodriguez aus dem Multipack. Rakitic aus dem Online-Shop, genauso wie Sané. Also insgesamt, wie viele Manchester City Limits gibt es? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es gibt schon wieder 6 Manchester City Limits. Und also jetzt nichts gegen Manchester City, aber die haben schon viele Karten. Barcelona hat aber auch 3 limitierte mindestens. 4, 5, 6. Sieben, acht, ja gut, die haben doch mehr, so. Aber das ist schon viele. Ich finde, es sollte mehr deutsche Limits geben, weil es gibt hier nur, also von deutschen Mannschaften, Thiago, Rodriguez, Robben, Reus, sind 4, Neuer, Lewandowski, ja, es gibt nur 6 Limits aus Deutschland. Und dann haben wir noch meine drei lieblingslimitierten Karten. Und das sind diese schönen. Nein, ich kann das jetzt nicht so richtig zeigen, aber das sind einmal Arias, die habe ich aus der Premium Deluxe Box da gezogen, aus Holland. Video, es sollte nochmal in der Infokarte verlinkt sein an diesem Zeitpunkt. Hier oben beim i. Dann haben wir Alex Telles, die habe ich mit Collectors getauscht, also mit dem YouTube-Kanal Collectors. Und Thomas Müller, die habe ich getauscht, komischerweise. Also habe ich mit jemandem getauscht, auf Sticker Manager. Name steht auch unten drin in der Beschreibung. Und da habe ich eigentlich Rams getauscht und er hat Müller mir geschickt. Und dann haben wir sozusagen, er hat jemand anderes Rams geschickt und dafür hat er mir Müller geschickt, halt vertauscht, den Tausch. Und jetzt durfte ich die behalten. Ich wollte ihm die sogar zurückschicken. Meinte, nee, kannst behalten. Und wenn ich Rames finde, kriegst du die auch nochmal. Auf jeden Fall ist die aus dem Update Edition. Die ist nur in Niederlande, Polen, halt Slowenien, Slowakei, Schweden und so gibt. Und das sind drei Limits, die es normalerweise nicht in Deutschland gibt. Deswegen habe ich sie hinten eingeordnet. Und dann habe ich noch zwei von den großen Limitierten. Hier unten das Album ist auch schon ein bisschen aufgerissen. Ich weiß nicht, was Panini da bei der Produktion gemacht hat. Und zwar sind das die Big Limits. Die sind auf jeden Fall von der Breite, also von der Höhe her, 2 bis 2,5 Mal größer und von der Breite ein halbes Mal größer. Und auf jeden Fall haben wir dann hier Modric und Messi. Ich glaube, es gibt noch mehr XXL Limits, aber die gab es beides in der Just Kick It, glaube ich, einfach nur, weil es zu viele produziert wurden in anderen Ländern, genau wie mit der Mini-Tin, die es jetzt da in der aktuellen Ausgabe gab. Und das war es dann von meinem FIFA 365 Mappen-Update. Heute um 19 Uhr kommt dann noch das Sticker-Album-Update. Falls es nicht kommt, Leute, ich versuche es zu machen, kommt es morgen. Also wenn, diese Kamera, Mann, ich komme 30 Mal im Video gegen diese Scheißkamera an. Ich glaube, ich muss mal hier oben von der Decke so ein, oder irgendwie von oben filmen, weil jetzt filme ich ja irgendwie vor dem Stativ. Ich überlege mir vielleicht mal eine bessere Ausrüstung dann noch zu holen. Auf jeden Fall, das war's dann vom Video. Bis zum nächsten Mal. Gerne liken, abonnieren und kommentieren. Schreibt gerne, was ihr so sehen wollt für Videos. In der Videobeschreibung sind nochmal meine Instagram-Links von Lasse, das Instagram, mein Sticker-Manager verlinkt. In der Infokarte könnt ihr, wie gesagt, das Premium-Update da auschecken, dann meine FIFA 365 Playlist und eine Abstimmung, ob ihr die Serie sammelt. Schaut dort gerne vorbei. Und jetzt kommen noch 10 Sekunden die Endkarte. Da könnt ihr hier gerne meinen Kanal abonnieren und hier gerne ein Video abchecken, was euch empfohlen wird. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Bis heute Abend. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.